120 Unternehmen aus der Region Neckaralb konnten in den vergangenen 3 Jahren für ihre unternehmerische Leistung einen überregionalen Wirtschaftspreis erlangen. Vom Mittelstandspreis für soziale Verantwortung über die Auszeichnung Tourismusheld des Landes Baden-Württemberg bis hin zur Marke des Jahrhunderts. Die IHK Reutlingen widmete am Donnerstag diesen 120 Unternehmen einen Galaabend. Mit einem Knalleffekt und mit Zaubertricks von Julius Frack aus Tübingen feierte sich die regionale Wirtschaft selber und sie hatte allen Grund dazu. 120 Unternehmen hatten auch außerhalb der Region Neckaralb von sich reden gemacht, hatten völlig unterschiedliche Preise und Auszeichnungen erhalten und damit Kreativität, Nachhaltigkeit oder wirtschaftlichen Erfolg bewiesen. Wir wollen natürlich auch zeigen, was man machen muss, um erfolgreich zu sein, um zu motivieren, um die Industrie hier in der Gegend zu stärken und auch zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man kreativ ist und wenn man sich Mühe gibt. Auf der langen Liste, die IHK-Präsident Erbe vorlas, finden sich bekannte Namen wie Ellring, Klinger und Bosch, aber auch Start-ups. Auch den Namen seines eigenen Unternehmens durfte Erbe dabei nennen. Wir haben einen Preis vorzuweisen für Nachhaltigkeit. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir ausgezeichnet worden sind für ökologische Nachhaltigkeit. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, wie anderen Unternehmen auch, um einfach umweltschonend, ressourcenschonend zu arbeiten, unseren CO2-Fußabdruck erstmal überhaupt kennenzulernen und dann jetzt daran arbeiten zu können, diesen zu verringern. 6 der ausgezeichneten 120 Unternehmen wurden im Verlauf des Abends in einem Talk noch einmal näher vorgestellt, darunter auch Alpgut. Franz Dress, einst Nudelfabrikant, heute Investor, der mit Alpgut das alte Lager in Münsingen zur Tourismuslocation entwickelt, hatte die Auszeichnung Tourismusheld des Landes Baden-Württemberg erhalten. Ich fühle mich nicht wie ein Held, sondern ich mache das, was ich mache, gerne. Die Entwicklung von unserem Alpgut zu einer touristischen Einrichtung, die naturnahen Tourismus den Gästen anbieten kann. Die Corona-Krise habe man gut zum Bauen nutzen können, so Dress. Doch die Ukraine-Krise mache jetzt Probleme, denn die Rohstoffe, die zum Bauen benötigt werden, sind knapp. Da macht es im Bauen gerade weniger Spaß, weil dort da fällt das eine, das andere hat lange Lieferzeiten. Da bestellen wir Türen zum Beispiel, dann heißt es Lieferzeit KW47. Aber wir brauchen es dann doch jetzt und nicht Ende Jahr. Also da hat man jetzt größere Probleme. Die Beneto Foods GmbH aus Albstadt, die sich auch schon auf der Gründermesse in Reutlingen vorgestellt hatte, konnte gleich mehrere Start-up-Preise erzielen. Die Idee: Insektenpasta aus Grillenmehl. Sie zündete, auch bei Nico Rosberg in der Sendung Die Höhle der Löwen. Doch jetzt geht es darum, das Mehl aus Insekten preiswerter zu produzieren. Da die Marktbegleiter nicht mit mir diesen Rohstoff weiter optimieren wollten, habe ich halt gesagt, okay gut, dann mache ich es halt alleine und habe daraufhin jetzt eben Beneto Farm gegründet. Wir haben mittlerweile 7 Mitarbeiter, jetzt im Januar unsere erste 6-stellige Finanzierung abgeschlossen und es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. An großen Visionen des neuen Unternehmens mangelt es nicht. Das Ziel von Beneto Farm, eine neue Technologie für die vollautomatisierte Insektenzucht. Und die wird jetzt hoffentlich dann in Q4 diesen Jahres im Rahmen eines großen Pilotprojektes gelauncht, damit wir alle Landwirte in Deutschland gerne ausstatten mit Smart Insect Technology und dass sie eigentlich sich ein neues Standbein aufbauen können. Und das wird auf jeden Fall ein neuer Wirtschaftszweig und Industriezweig in Deutschland. Und das wäre eine weitere große Erfolgsgeschichte aus der Region Neckaralb. Eine von vielen.